Okay, aber, ich, noch mal aber so wenn du auf. Möchtest, kann ich dich in den Abgrund schießen. Nee, jetzt gerade nicht so. Später vielleicht. Später, wenn du einen Wassereimer hast und ein Jetpack. Excavate. Ja, dann meinetwegen. Excavate 6. Und dann fuelt er für sich von alleine, ne? Genau, dann passt es genau mit da. Okay, jetzt steht die Turtle auch ein bisschen besser. Nicht ins Wasser. Ich glaube, hier baue ich erstmal einen Weg rüber. Ich will ja nicht jedes Mal nass werden hier, so geht das ja nicht. So. Okay. Boah, unser Haus ist schon so schön, ey. Das ist unglaublich. So schön. So, was ist das jetzt hier alles für eine Scheiße, die ich hier im Inventar rumlungern habe? Wir brauchen eigentlich so eine große Trash-Tour, wo alles reinkommt, was wir irgendwie nicht brauchen und nicht haben wollen und so. Ekelhaft. Zack, zack, zack. Kommt ihr doch schon. Treasure Plate. Ach Quatsch, nicht dahin. Arr, dahin. Sehr gut. So, das da raus, das da rein. Eine Axt wollte ich noch haben, eine neue. Neue. Bam, bam. Jo, die Dingsachse ist mir eben kaputt gegangen. Aus Stein. Na, so. Okay. Mehr Holz. Ist denn da dein Solarpanel? Brauchst du da ja, fehlt dir da was Bestimmtes oder bist du einfach nur noch am Craften? Oh, da, wenn ich mir so denke, wenn ich den Solarleerzeichen-Panel, also die 3468.3 mache, dann bräuchte ich Kohlendust. Kohlenstaub? Ja, den kriegst du doch auch, wenn du irgendwie normale Kohle macerätest, ne? Meine ich so. Du, schau mal gerade. Kannst ja über die Recipe, kannst du ja gucken. Solar, Panel, 3468.3, Recipe, Coal Dust, Recipe, Hydrated Coal. Hier, einfach Kohle in Macerator, dann kommt Coal Dust raus. Ja. Also eigentlich ganz easy going. Das sind dann drei Kohle, halt die da einfach nur. Hast du noch mal Glück gehabt. Ja, ist jetzt nichts super Schwieriges. Glas hast du bestimmt irgendwo reingeschmissen. Nee, Glas wollte ich eigentlich hier in der Furnace jetzt mal machen. Der Tin ist jetzt fertig. Aus Sand. Dann mach halt das mal. Jo, läuft schon. Was macht der? Ah, du hast ja schon. Kohle läuft ja schon. Ist ja perfekt. Den Rest nicke ich mir, glaube ich, mal raus. Für die Turtle. Das hier kann noch zu Brettern. Die können noch da rein. Mal die Schere her. Den Cutter, jo. Da. Ich mach jedes Mal ein Feld kaputt, wenn ich da runterspringe. Ach. Ein ganzes Feld. Ein ganzes Feld, ey. Richtig schlecht. So, das ganze... alles kaputt. Hochexplosion. Eine extreme Explosion kommt dann zustande. Ja. Gigantisch. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen... Idee. Ah, Idee. Zack, 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 zack. Ein bisschen Platz schaffen. So, so und so. Und das ist kein Erz. Hast du da schon wieder den Knochen als Erz eingestuft? Zäh, zäh, zäh. wo sind meine war da? War ich nicht. Wer denn sonst? Wenn ich... Also... Das war der Knochen. Was hast du jetzt hier geplant? Also hier einfach so einen Gang straight auf die Mine zu, oder? Also straight Gang kann man so sagen. Also so. Ja, den musst du nicht so zubauen, dass man hier so auch rauslaufen kann. Rechts und links. Also schon als Haus hier, nur mit einer Doppeltür drin. Ja, dass man hier rausgeht und dann nach links und nach rechts laufen kann. Okay. Dann machen wir das so. Okay. Glas läuft gerade. Bisschen Cobblestone irgendwo loswerden. Boah, das ist randvoll. Wir brauchen mehr Truhen. Mehr Truhen! So. Zack. Zwei. Naja, immerhin. Da und da.
Also hier die Truhe in der Ecke, da können wir jetzt quasi erstmal allen Cobblestone reintun. Dann räumt das die ein oder andere Truhe schon mal ein bisschen auf. Gut. Kennst du eigentlich das, wenn du zum Beispiel hier bei der Truhe auf Cobblestone die Maus hältst und dann Steuerung und Shift drückst und dann Linksklick machst, dann nimmt der alles an Cobblestone, was in der Truhe ist, dann in dein Invent. Das ist auch ganz cool. Zack. Das habe ich noch nicht gewusst. So, eigentlich hätte ich ja was vor mit dem Cobblestone, und zwar so ein paar Treppen zu machen. So. Dunkel wird's auch schon wieder. Kann schon wieder schlafen. So. Njam, 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 so gemütlich. Ah, ich bin immer erster mit dem Schlafen. Bist du langsam. Bist du schlecht. Den Brot in der Hand, ich konnte nicht schlafen gehen. Ja, muss erst noch aufessen. Richtig. Was ist da passiert? So. Zack, okay. Oh. Gehen ja alle auf. Zack. Schubidubidu. Okay, das sieht schon sehr gut aus. Turtle hat immer noch genug Kohle? Die hat bestimmt selber schon Kohle gefunden, sonst hätte die, glaube ich, nicht genug. Glaube ich, nur ein Kohle am Anfang. Ne, vier Kohle am Anfang reingetan oder so. Vier Kohle nur. Boah, schämst du dich nicht? Ja, so ein bisschen. Aber mehr hatte ich gerade leider nicht. Schämst du dich nicht? Doch, so ein bisschen. Hier, dein Kohle, das ist fertig. Schmeiß ich dir mal zu. Machen. Da bitte sehr. So, und dann die Truhe direkt daneben. Da tue ich jetzt mal alles rein, was ich so von Thaumcraft finde. Weil damit kann ich jetzt im Moment sonst nicht so viel anfangen. War hier nicht auch schon irgendwo irgendwas? Weiß es nicht genau. Egal. Glas könntest du mir noch zuwerfen. Glas auch. Jo, ich schmeiß ja alles zu. Ey, bin hier dein... Ich hab's gerade reingeworfen. Bin hier dein Kurierneger, ey. Ich krieg das schon mit. So, jetzt habe ich ein Solarpanel. Okay. Ach, du warst gerade schon im Craften, deswegen, okay. Richtig. Jo, das hätte ich nicht gesagt, wie viel mal bitte rein. Glas ist gleich der Rest fertig. Ist aber schon ein bisschen schwach, dass er nur ein EOT. EOT-Thema. Ja, stimmt schon, aber immerhin. Kannst eigentlich direkt auf die Badbox draufstellen zum Beispiel. Auf die Badbox draufstellen. Ja, oder halt dahinter oder so, ist ja ganz egal. Aber die hat ja fünf Eingänge, einen Ausgang. Oh, die kriegt sogar Energie. So, mal gerade gucken, wie schnell geht das jetzt so? 100, 120, 140, naja, okay, 20 pro Sekunde. Passt mit den 20 Ticks. Okay. Es ist wenigstens ein kleiner Anfang. Und ja, die kann zwei EU-Storen. Boah. Geil. Der Solarpanel oder was? Jo. Richtig. Ja, das krass, ist für wenn der Server jetzt keine 20 Ticks schafft oder so, dann ist das quasi wie so ein kleiner Buffer einfach nur. Okay. So. Dup, 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 dup. Was haben wir hier denn? Ich habe immer noch so viel komisch Quatsch hier im Inventar. Was auch immer das alles ist irgendwie. Marble, Cobblestone. Marvel. Nam, 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 das da war's. Ah, so. So. Okay. Ja, ich habe zwei Tin Cable. Dann brauche ich zwei Rubber, damit ich das zu isolierten Tin Cable machen kann. Aber ich glaube, wir brauchen drei sogar. Ganze drei. Machen wir hier einfach eine Plate draus. So. Da noch Kabel. Wo schmeißen wir eigentlich diese Platten etc. alles rein? Dafür bräuchten wir auch eine Kiste oder so. Ja, so eine Art Techniktruhe oder so wäre nicht schlecht. Und dann müssten wir auch mal diese Kisten und die Furnace hier auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Ja, wortwörtlich. Also Technik können wir vielleicht erstmal gerade hier rein tun. Hier, die war gerade noch leer, die Kiste. Gut, dann schmeiß ich da mal alles rein. Also was heißt Cables. Technik? Also sowas, wollte ich gerade sagen, sowas wie Platten, Cables, Kabel und Cutter, so. Cutter, den Hammer. Sehe ich jetzt einfach mal als Technik an. Nicht nur die reinen Maschinen. Okay, Baba. So. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Perfekt. Wobei der Generator eigentlich jetzt
hier weg muss. Oh, kann man den Generator so abbauen? Oh, scheiße, das weiß ich jetzt nicht. Sonst machen wir gerade erst eine Wrench. Okay, dann eine Wrench von Industrial Craft. Ist... ne, Buildcraft. Welche ist das? Nein, 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 nein. Ah, die da. Okay. Kann man den Generator nicht einfach daran lassen? 3, 4, 5, 6. Ja doch, aber so macht der doch kein... Doch, macht der, ne? Ja doch, so macht er Strom. Aber so wird der Strom, den er macht, nicht in die Badbox eingespeist. Ne, weil wir sind hier nur an die Ausgänge. Ja, der Generator läuft ja auch gerade nicht. Ja, aber selbst wenn er laufen würde, er würde halt nur den anderen beiden Maschinen direkt Strom geben. Weißt du? Ist jetzt nicht total fatal oder so, aber man kann halt nicht mal schön durch die über die Badbox dann eben 40.000 ansammeln oder so. Ja. Okay. Aus einem Tin und 3 Kupfer kriegen wir 4 Bronze. Kupfer und Tin haben wir. Gut, dann... ja. Bronze habe ich jetzt auch und dann können wir das mit ein bisschen Mimichit einfach vermehren. So, zack, jetzt haben wir 6. Perfekt. Accelerator kann man auch... Das kann ich jetzt einfach die Ratch machen. So, okay. Perfekt. So. Will ich noch irgendwas macerated haben? Nein. Gerade nicht. Nie wieder. Nie wieder. Niemals nie wieder. Pulverizer bräuchten wir nicht. Jo, wäre auch nicht schlecht, aber hat nicht so Eile eigentlich. Okay. Oh ja, jetzt hat die Turtle kein Fuel mehr. Zack. Macht jetzt einfach so weiter? Ja, resuming, perfekt. Okay, dann machen wir jetzt was? Hier irgendwie noch mehr Fenster und so. So. Das ist nicht in der Mitte, egal. Da ist ein Dreierfenster dran. Ja, irgendwie passt das mit den Fenstergrößen jetzt nicht so gut. Egal, einfach Fenster dahin. Passt schon. Ja, passt schon, ja. Müssen wir nachher sowieso irgendwie einiges noch ändern wegen den Maschinen, die da hinkommen und wegen irgendwelchen Truhen, die wir an die Wände setzen wollen und so. Wollen Maschinen an den Wänden setzen? Das da vielleicht mal dahin. Wieso mauern wir nicht die Maschine einfach ein? Hashtag smart. So smart. Oh. Ja, kann man auch. Nur dadurch, dass ja viele Maschinen halt nochmal zusätzlich über Kabel irgendwie... weiß ich nicht. Also von irgendeiner Seite muss ja ein Kabel noch an die Maschine dran und dann meistens noch eine Pipe, die halt Sachen reintut, eine Pipe, die halt Sachen rausholt. Und also ein Gedöns. Gedöns. Okay. So, Pipes. Ich habe Lust auf Pipes. Pipes, das erinnert mich an ein anderes Game. Erstmal Pipe eingeben einfach nur. Okay, 14 Seiten Pipes. Ich habe verstanden. Transport. Pipe. Okay, eine Seite. Perfekt. Kannst du bestimmt finden. Gut, jetzt haben wir eigentlich, wo ist unser restliches Glas so? Das habe ich in der Truhe neben der Ding hingestellt. Ah ja, okay. Ja, sehe ich schon. Gut, damit und damit kriegen wir schon mal ein paar Wooden Pipes. Kann zum Beispiel von der Furnace aus, könnten die Sachen direkt hier in eine Erztruhe rein. Das war jetzt so mein Plan. Ein Plan der Pläne? Jo. Der beinhaltet einen Plan. Oh ja, das Plan tut er. Das ist quasi Planception schon. Richtig. So, das. Und irgendwann verplanst du dich dann noch. Oh, hoffentlich nicht, ja. Dann baust du statt, mal überlegen, ein Solarpanel baust du ein Panel Solar und... Nein! Sag nicht so welche bösen Dinge. Ja, zu spät, habe ich jetzt gesagt. So, dann jetzt bist du zerpendelt, ne?
Jetzt bin ich richtig verpennelt, ey. Jetzt habe ich gerade schon ein Glas Pain da so hingesetzt, ey. Oh. Den ich dann abreißen muss. Total schrecklich. Ach, das geht jetzt nicht hier mit, sondern dafür brauche ich jetzt die Buildcraft Wrench. Nochmal Wrench suchen. Buildcraft Wrench. 3 Eisen und ein Stone Gear. Stone Gear aus einem Holzgear und 4 Steinen. Und das macht man aus 4 Sticks. Die Gears, komm, noch ein Gear, noch ein Gear. Das ist so schlimm, wenn man die Gears bauen will. 3, 4. Ja, stimmt schon. Aber zum Glück braucht man die insgesamt nicht ganz so viel. Da kommen nachher schon noch ein paar andere richtig nervige Sachen. Oh, was ich zum Beispiel rausgefunden habe, was ziemlich cool ist. Wir brauchen Pipes nicht unbedingt so mit Redstone Engines bepowern, damit die Items das durchlaufen. Also für den Anfang ist das nicht schlecht. Aber es gibt nachher so autarkische Gates quasi. Die setzt man in die Pipe rein sozusagen und die senden zum Beispiel ein Redstone-Signal, wenn in dem in der Maschine neben dem Holzpipe zum Beispiel Items halt drin sind oder sowas. Das kann man richtig cool einstellen und dann eben auch richtig nochmal komplexere Maschinen mitbauen.